Andy Lelang, der viele von uns ein halbes Leben musikalisch begleitet hat, gab für sie ein Konzert in der Arena Nova. Andy Lelang, heute hier in der Arena Nova. Du bist ja bereits seit 27 Jahren im Showgeschäft. Was ist denn da das Erfolgsgeheimnis? Puh, wenn ich das wüsste, es gibt keine Regel oder kein Erfolgsgeheimnis. Man kann eigentlich nur arbeiten und ehrliche Arbeit abliefern. Ich glaube, das ist vielleicht das, denn egal welche Produktion, welche Show, welches Genre ich betrete, ich mache nur das, was mir Spaß macht. Also ich könnte nie, wenn jetzt auch egal welcher Produzent aus Deutschland kommt und sagst, du machst jetzt deutschen Schlager, dann wär's nicht Andy Lelang, weil ich glaube, ich kann das nicht verkaufen. Also ich meine jetzt vom Verkaufen her, ich spüre das nicht. Und ich glaube, wenn man die Musik macht, die man spürt, dann wissen das die Leute und die wissen das auch zu schätzen. It seems so easy, seems so easy, seems so easy, seems so easy. Where you concerned, ha ha ha, is there. Du hast ja auch schon ein bisschen Ausritte ins Musical-Leben gemacht. Was ist denn das für dich für Kick? Erstens einmal ein schöner gedanklicher, weil ich hatte nie eine Schauspielausbildung und wenn du dann von Kollegen gelobt wirst, die so das haben, dann sagt, ja, das ist ein Naturtalent, ist das schon was Schönes und es ist natürlich ein geistiger Ansporn, denn Songtexte zu lernen und Rollen zu lernen, wo ich also spielen, gleichzeitig Tätigkeiten ausüben muss, Gänge lernen muss, ist ganz was anderes und es ist eine Herausforderung und eine schöne Herausforderung und bringt Abwechslung in mein Leben. Du hast dich ja großteils dem Rock'n'Roll auch verschrieben. Was ist denn der Grund dafür gewesen? Ha, Zufall. Das war wirklich Zufall. Ich bin ja eigentlich ein Kind der 70er. Meine Kindheit, meine Jugend waren die 70er, die Disco-Zeit. Rock'n'Roll war nicht so megamäßig in. Shakin' Stevens kam zwar auf, aber ich wurde in der Schule gefragt, ja, wir machen eine Schulband, willst du Klavier spielen? Und ich habe gesagt, okay, welche Musikrichtung? Und die haben Rock'n'Roll vorgeschlagen. Und damals kaufte ich mir meine erste Langspielplatte von Jerry Lee Lewis und der Virus hat mich gepackt. Und es ist ein Teil meines Lebens geworden. Andi, du warst ja auch ein gezeichneter Punkt Burnout-Syndrom. Wie hast denn du das bewältigt? Es war keine lustige Zeit, das ist klar. Viele haben gesagt, naja, er ist Musiker und wie kann man als Musiker Burnout haben? Nur der Druck, unter dem wir stehen oder den ich mir selbst natürlich auch auferlege, ist generell, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, wenn ich außer Haus gehe, egal wohin ich gehe, stehe ich unter Beobachtung. Das ist einmal ein enormes Schlachtfeld, sage ich einmal. Und irgendwann wurde das Ganze zu viel und da muss ich wieder sagen, ich bin ein Mensch, ich kann sehr gut mit Tieren und wenn es mir schlecht geht, dann suche ich mir ein Land aus, wo ich ganz alleine mit der Landschaft und mit Tieren bin
Und ich bin, nachdem das diagnostiziert wurde, nach Zentralafrika gegangen, nachdem ich mir zum 7. Mal den Film Gorillas im Nebel angesehen habe. Ich dachte, so, dort fahre ich jetzt hin. Und habe ein Berggorilla-Projekt gestartet und habe mich an die einsamsten Flecke dieses Planeten begeben. Ich habe so lange gewartet, bis ich eigentlich wirklich hungrig für die Bühne war, habe mein Umfeld geändert, sowohl jetzt im Managementbereich als auch im musikalischen Bereich, bin mir auf die Entertainment-Schiene gegangen und habe gesagt, okay, ich warte so lange, bis einfach der Körper sagt, ich will wieder. Und war keine lustige Zeit, aber vielleicht war es wichtig für mich. Einen wunderschönen Abend mit Andy Lilang und seiner Band verbrachten viele begeisterte Besucher hier in der Arena Nova.